nach diesem Vortrag über das Internet bleibt mir eine kleine Anknüpfung. Ich bin ohne Internet aufgewachsen und ich habe das Internet stets bewundert als eine Riesenchance der zusätzlichen Kommunikationsmöglichkeiten. Aber jede Chance hat auch ihre Gefahren und ich habe viel gelernt über die Gefahren jetzt. Aber vielleicht sollten wir vor lauter Gefahren auch die Chancen nicht vergessen. Die Technik ist einmal spaßeshalber, aber nicht nur spaßeshalber, als das Experiment bezeichnet worden, das die Natur mit dem Menschen anstellt. Also nicht umgekehrt. Und möglicherweise zeigt das, wie gewisse technisch-zivilisatorische Errungenschaften plötzlich nicht nur dienen, sondern auch herrschen. Und dass wir alle aufgefordert sind, sie wieder in die dienende Rolle zurückzudrängen. Politik habe ich einmal nicht spaßeshalber als das Experiment des Menschen mit dem Menschen bezeichnet. Und ich mache jetzt mit Ihnen auch ein Experiment, ein mehr oder weniger chemisches Experiment, in dem ich die zwei Begriffe Freiheit und Planung gewissermaßen als Substanzen einmal zu erklären versuche. Und dann lassen wir die beiden Substanzen aufeinander los und schauen, ob es knallt oder stinkt oder sich ein Rauch auflöst oder ob da irgendwelche Rückstände oder Erkenntnisse zurückbleiben, wenn wir die zwei explosiven Substanzen miteinander konfrontieren. Ich habe meine ersten 15 Jahre meines Berufslebens an der Eidgenössischen Technischen Hochschule verbracht. Ich bin von Haus aus Jurist, kein besonders typischer, weil ich sehr Probleme habe mit dem Begriff der Gerechtigkeit und auch nicht daran glaube, dass so etwas wirklich restlos verwirklichen lässt, sogar mit sehr großen Resten. An der ETH war ich beschäftigt, zuerst als Assistent und dann als Forschungsassistent am Institut für Orts-, Regional- und Landesplanung. Und es gibt Leute, du musst jetzt einfach den Rest deines Lebens all die Sünden, die du damals im Zusammenhang mit Planung erzählt und erforscht hast, wieder abverdienen. Es ist aber überhaupt nicht so. Ich habe mich zwar mit der Planung nicht befreundet, ich bin von Anfang an ein großer Skeptiker zentral geplanter Wirtschaft, zentraler staatlicher Planung gewesen und ich bin das heute und noch mehr. Aber ich glaube, wenn wir das Oberthema dieser Veranstaltung anschauen, ist es wichtig, dass wir Planung nicht als solche verdammen. Jeder Unternehmer muss planen und soll planen, aber er soll das planen, was vor ihm liegt als Person. Und er soll nicht andere verplanen und soll nicht das Staatsmonopol des Zwangs dafür einsetzen, um mit Plänen, die man gemacht hat, andere fremd zu bestimmen und zu zwingen. Das ist die Gefahr, die in der Tat immer ist. Nun gibt es aber auch die Frage, ja, soll denn der Staat planen oder soll er nicht planen? Wir alle wollen weniger Staat, einige wollen überhaupt keinen Staat. Und wenn es weniger Staat gibt und keinen Staat gibt, dann gibt es für den Staat auch nichts zu planen. Aber wenn es den Staat nun einmal gibt, und es gibt ihn, wir erleben ihn jeden Tag, dann stellt sich die Frage, wollen wir einen Staat, der in jeder geeigneten oder ungeeigneten Situation sagt, es gibt keine Alternative oder das ist alternativlos, oder wollen wir einen Staat, der im Rahmen seiner Aufgaben auch Alternativen entwickelt, über diese Alternativen informiert und gewissermaßen das, was er zu tun beabsichtigt, so publiziert, dass es kritisierbar wird oder verbesserungsfähig und so weiter. Also ich bin nicht einmal dagegen, dass ein Rechtsstaat im Rahmen dessen, was er nun einmal tut, ob wir das wollen oder nicht, auch Rationalität einbringt und auch über Alternativen nachdenkt. Ich möchte also nicht durch diese Gegenüberstellung zunächst einmal Planung einfach verteufeln und sagen, hören wir auf damit, das ist Sozialismus, das ist Kommunismus, sondern planen als die rationale Vorbereitung von Handlungen
ist eine menschliche Tätigkeit, die als solches nicht nur gut, nicht nur schlecht, man kann nämlich auch schlechte Dinge planen, aber mindestens ambivalent ist und als solches nicht verteufelt werden sollte. Ich habe in dieser Zeit als Assistent keine Doktorarbeit geschrieben, aber ich habe eine Definition von Planung kreiert, die inzwischen unter sehr vielen verschiedenen Autoren, der Gedanke ist von mir, weil ich weiß, wo ich ihn ratenweise gestohlen habe, ich verrate Ihnen das auch, die Definition von Planung, die ich damals vor, ja, was ist das, 40 Jahren kreiert habe, die lautet wie folgt: Planung ist die Ersetzung des Zufalls durch den Irrtum. Sie haben das vielleicht schon gehört, und wenn Sie das googeln, dann finden Sie Dutzende von Autoren, die das gesagt haben oder in Referaten gesagt haben. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn ein richtiger Gedanke da ist, dann darf er auch gestohlen werden. Das ist das Zeichen, dass er etwas wert ist, wenn andere das wegnehmen. Meine damalige Definition hat eine sehr optimistische Vorstellung, die ich inzwischen nicht mehr so formulieren würde, die ich jetzt aber doch wiedergebe. Dem Zufall sind wir schutzlos ausgeliefert, während wir als Irrende vom größeren Irrtum zum kleineren Irrtum fortschreiten können, indem wir zu lernen versuchen. Das ist eine sehr optimistische, wenn man so will, konstruktivistische Fortsetzung. Ich bin dann von vielen libertären Freunden später darauf aufmerksam gemacht worden: Streich diesen zweiten Satz. Wenn du wählen kannst zwischen Zufall und Irrtum, musst du immer den Zufall wählen, weil im Zufall hast du noch die Chance, dass etwas Richtiges drin ist. Und beim Irrtum bist du schon verloren. Aber für mich gibt eben, da bin ich in der Erkenntnistheorie von Popper, für mich gibt es die total irrtumslose Erkenntnis nicht. Wir sind immer in gewissen Maßen gefährdet zu irren, mindestens im sozialen Bereich, in der Naturwissenschaft ist das ein wenig anders, so dass ich diesen Fortschritt, von diesen Lernprozess, dass man sich von schlimmen und großen Irrtümern schrittweise verabschieden kann, indem man zwar auch noch irrt, und etwas geläutert irrt, etwas aufgeklärt irrt, das möchte ich doch nicht ganz aufgeben. Nun, Rationalität ist eine ambivalente Sache, aber als Liberale sollten wir sie nicht einfach nur verteufeln. Wir sollten aber eine kritische Distanz gewinnen und sagen, dass das Leben aus rationalen Fähigkeiten besteht, die vom Kopf her kommen, dass es aber auch Emotionen gibt, die unglaublich wichtig sind und die man freisetzen kann. Und weder die Ratio ist gut und böse oder gut oder böse, noch die Emotionen sind gut oder böse, aber das Entscheidende, was uns gelingen muss als Lebensunternehmer, ist eine optimale Kombination von Ratio und Emotio. Ich habe das auch in jener Zeit versucht zu symbolisieren. Ich habe für die Emotionen einen Kreis gezeichnet und für die Ratio ein Quadrat. Ich habe gesagt, also die Quadratur des Zirkels ist, dass wir nun den Kreis und das Quadrat irgendwie miteinander gut verbinden. Die große Frage ist nun, sollen wir einen ganz großen Kreis von Emotionen zeichnen und darin ein paar kleine Quadrate mit Inseln der Rationalität, die wir dort miteinander erarbeiten oder konstruieren, oder sollen wir einen ganz großen Rahmen ziehen, der rational ist, und kleine Inseln schaffen, wo die Emotionen noch zugelassen werden, auch die Freiheit noch stattfindet. Ich neige als kritischer Rationalist zur ersten Auffassung. Die Emotionen sind ein Meer, ein unendliches Meer, und in diesem Meer ist es möglich, es ist schwierig, aber es ist möglich, dort durch Übereinkunft Inseln der Rationalität zu schaffen, anzusteuern, wieder zu verlassen. Aber ich zweifle nicht daran, dass es auch für das andere Weltbild, dass man den rationalen Rahmen sucht, provisorisch und immer wieder neu, und dann in diesen rationalen Rahmen versucht, die Emotionen einzubinden, auch
mit liberalen Argumenten verteidigt werden kann. Also Planung als eine rationale Tätigkeit und eine meiner Methoden als Publizist hat immer darin bestanden, den Begriffen sprachlich auf den Grund zu gehen. Also ich habe dann gesagt, die Sprache ist meist intelligenter als die Leute, die sie benutzen. Und beim Plan ist etwas ganz Wichtiges drin, der ist eben flach. Und der Plan ist nur dann möglich, wenn man die Realität grob vereinfacht. Und die Ökonomen wissen das, die haben immer die Matrix, die haben eine Zeitachse und eine qualitative Achse. Und auf diesen beiden Achsen wird Plan, also flach. Und nur ganz geübt haben dann mehrdimensionale Modelle, die dann so unverständlich werden, dass sie der Modellbau auch selbst nicht mehr versteht. Aber dieses Planmachen, diese Vereinfachung, die eine Verfälschung ist, gehört eben zu dieser gedanklichen Operation, die ich als ambivalent bezeichne, aber nicht als intrinsisch schlecht. So viel zur Planung, also kein Schreckbegriff. Kein Begriff, der in uns nur Abwehr mobilisieren sollte. Auch kein Begriff, der lächerlich gemacht werden sollte. In meiner Generation gab es die Songs der Beatles und ich glaube, von Lennon stand irgendwo: Life is what happens while you are making other plans. Nun, das mag stimmen und das stimmt auch in meinem Leben sehr häufig. Aber ich glaube nicht, dass das erstrebenswert ist, dass man einfach so dahin sich so treiben lässt, das Völlige treiben lassen und am Schluss. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es zum Lebensunternehmertum eines freien Menschen gehört, dass er sich vorstellt, dass sie sich Vorstellungen machen über das, was in Zukunft geschehen könnte. Dass es dann anders herauskommt, wissen wir. Und wir machen Pläne, damit wir Pläne haben, die wir verwerfen können. Und dass es auch sehr freiheitsfreundliche Leute gegeben hat, die sich zum Plan positiv geäußert haben, finde ich in einem Selbstzitat. Selbstzitat aus einem selbstgemachten Buch. Ich habe damals keine Dissertation geschrieben, aber eine Parodie auf eine Dissertation, in der ich hunderte von Zitaten einfach aneinandergereiht habe mit Belegen und gesagt habe, und, der Leser soll sich jetzt den Text zwischen diesen Zitaten bitte selbst machen. Und das Buch ist ein Erfolg geworden und es reut mich nicht, dass dafür keine Dissertation entstanden ist. Ich vermisse die immer weniger, weil wahrscheinlich, was ich damals geschrieben hätte, müsste ich heute teilweise revidieren. Also Ludwig von Mises sagt, die Alternative ist nicht Plan oder kein Plan. Die Frage ist, wessen Plan? Soll jedes Mitglied der Gesellschaft für sich planen oder soll nur die Regierung für alle planen? Und das ist genau mein Ansatz. Also hören wir auf mit der Verteufelung der Rationalität, hören wir auf mit der Vergottung der Rationalität, geben wir der Rationalität ihren Raum. Aber betten wir sie ein in das, was wichtiger ist, nämlich in die Spontanität, in die Emotionen, die auch ambivalent sind, aber die wir als freie Menschen als Quelle nutzen müssen und als Chance und nicht als Gefahr. Nun, der zweite Begriff, da haben wir viel darüber gehört und da haben Sie auch schon mehr darüber nachgedacht wahrscheinlich, als die Planung, die Ihnen hoffentlich immer etwas suspekt vorgekommen ist. Die Freiheit. Normalerweise wird sie unter klassisch-liberalen und Libertären als das Gegenteil von Zwang definiert. Das, was nicht erzwungen werden kann, das, was spontan entsteht und was sich entwickelt. Und es hat in der Pädagogik einen Klassiker gegeben, einen liberalen Klassiker, der sein Buch Führen oder Wachsen lassen getauft hat. Und ich bin natürlich im Zusammenhang mit Freiheit sehr skeptisch gegenüber allen Formen der Führung. Ich habe sogar eine leichte Allergie gegen das Wort fördern, obwohl es hier wahrscheinlich positiv gemeint ist.
aber ich habe mal den Begriff Kaputtfördern kreiert und ich hoffe, Sie spüren, was ich damit meine. Was man fördert, macht man vom Förderer abhängig. Glücklicherweise sind es hier Ideen und von Ideen dürfen wir abhängen, aber wir müssen wissen, wo wir von diesen Ideen abhängen. Nun, beides ist zu kombinieren. Wir müssen so führen, dass das Wachsen Spielraum hat. Und da komme ich zu einer ersten ganz wichtigen Erkenntnis, die für mich im Zentrum liberalen, klassisch liberalen Denkens, auch libertären Denkens steht. Und eine Erkenntnis, die heute viel zu wenig betont wird. Das ist die, vor allem für Leute, die sagen, es braucht einfach weniger Staat und immer weniger Staat, das ist richtig. Aber noch wichtiger ist, dass wir eine ganz klare Linie ziehen zwischen dem, was Staat ist und Zwangsmonopol und allem anderen. Ich sage bewusst nicht Gesellschaft, weil der Staat gehört auch zur Gesellschaft. Ich sage Staat auf der einen Seite und Nichtstaat auf der anderen Seite. Da ist Wirtschaft drin, da ist Kultur drin, da ist Familie drin, da ist alles drin. Das wollen wir gar nicht aufschlüsseln. Wir müssen diese klare Trennung ziehen und wenn wir die klare Trennung ziehen, ist es auch möglich, den geordneten Rückzug aus zu viel Staat anzutreten. Wenn diese klare Grenze nicht da ist, dann haben wir große Schwierigkeiten zu definieren, wo wir jetzt doch noch ein wenig und noch ein wenig auf dieser Seite. Also versuchen Sie mit mir den Ernst dieser Trennlinie zwischen Staat und Nichtstaat zu verstehen, der heute gefährdet ist, indem vor allem in Wirtschaftskreisen diese Trennung gar nicht angestrebt wird. Also das sind zum Teil gute Freunde von mir, die sagen, das sind da der Staat, das ist doch unser Kunde, das sind unsere Kunden, wir müssen kooperieren und da entstehen sehr subtile neue Formen der Zusammenarbeit, das hat dann schöne Begriffe wie Private Public Management und ich weiß nicht was, aber letztlich geht es um subtile Formen des Korporatismus, wo Big Business mit Big Government zusammensitzt und in intransparenter Weise Regeln erfindet, die uns dann alle zwingen. Also diese Trennung ist, wenn man mich fragt, was ist für, aus liberaler Sicht, das ist ein gemeinsames Anliegen von klassisch Liberalen, Libertären und Anarcho-Kapitalisten und so weiter. Diese Trennlinie ist, vor allem wenn wir den Staat zuerst einmal isolieren und dann zurückführen wollen, lebenswichtig. Nun komme ich zu einem letzten Punkt. Das ist viel Theorie und ich möchte die Gelegenheit, dass so viele junge Leute da sind, benutzen, um über ein Thema noch zu reden, das mich beschäftigt. Seit ich als Think Tanker mich mit Freiheit befasse. Was wir anstreben, und das wissen Sie alle, das wiederholen wir überall, das ist die negative Freiheit. Wir wollen diese Freiheit von Zwang. Nun, die Freiheit als ein offener Raum, und ich kann das auch wieder in einem Zitat kurz charakterisieren. Das Zitat stammt von einer Philosophin, die eigentlich von links kommt, von unten links gekommen ist, aber oben rechts aufgehört hat. So stoßen wir hier auf die politische Freiheit. Sie ist an sich nichts, nur eine Seele, nur ein der Seele offener Raum. Genau gesagt ist sie nicht Freiheit, sondern nur die Möglichkeit freier Gegenwart. Sie schützt eine unerlässliche Leere. Sie hat keine Fülle, die Glaubensbekenntnisse, die Dogmatismen haben hingegen Substanz. Die politische Freiheit ist tatsächlich, wie ihr das auch im abwertenden Sinn von ihren Lästerern vorgeworfen worden, formal, denn sie ist die schützende und heilige Form der Lehre, die unerlässlich ist für das andere, die konkrete Freiheit, die einzige menschliche Fülle. Und nun haben wir alle das große Dilemma, dass wir uns einsetzen für etwas, das innerlich nicht definiert ist. Dass wir uns für eine Bühne einsetzen, auf der dann andere ihr Theater spielen
Und mich interessiert eben auch das Stück, das auf dieser Bühne gespielt wird. Und da glaube ich, dürfen wir auch als Anhänger der negativen Freiheit positive Aussagen machen über das, was in diesem Stück auf der Bühne zu spielen ist. Und ich nenne das nicht Rezepte, ich nenne das nicht Inhalte, ich nenne das nicht Ziele, ich nenne das Bereitschaften. Als Liberale sollten wir diese Bereitschaften zur Nutzung dieses Negativraumes füllen. Dann wird Freiheit konkret. Und ich habe mir 4 relativ altmodische Dinge herausgeschrieben. 3 sind für Sie nicht überraschend, der 4. ist vielleicht überraschend. Der erste Punkt, und das ist auch eine Einladung an Sie alle, da mitzudenken und weiterzudenken, der ist die Bereitschaft zu lernen, und zwar die lebenslängliche Bereitschaft zu lernen. Die impliziert auch die Bereitschaft zu lehren. In gewissen schweizerdeutschen Dialekten werden die beiden Begriffe nicht unterschieden. Man sagt einfach lehren. Man kann das primitiv nennen oder ganz raffiniert, dass man sieht, dass Lehren und Lernen ein interaktiver Prozess ist, bei dem sich beide verändern. Das merkt man auch als Eltern, als Großeltern nicht. Also ich bin beispielsweise von meinen Kindern autoritär erzogen worden. Nun, was heißt denn Lernen und warum gebe ich dem einen so hohen Stellenwert? Wir haben gehört, dass für Liberale eigentlich das Entscheidende der Wettbewerb ist. Und wir haben in einer Einführung gehört, wir müssen die anderen überholen. Das stimmt, ist aber für mich zu einfach, weil das suggeriert einen Wettbewerb, wo eine Linie gezogen wird und an dieser Linie starten alle und dann überholen sich die Leute gegenseitig und zuletzt ist ein Gewinner da oder 2 Gewinner und so weiter. Aber es ist derselbe Maßstab. Und was wir als Liberale anstreben müssen, ist auch ein Wettbewerb der Maßstäbe. Und dann wird es sehr viel komplizierter, dann muss man nicht schneller sein als die anderen, dann muss man letztlich nur anders sein als die anderen. Und der Wettbewerb zwischen Gemeinden ist nicht, welche Gemeinde hat die tiefsten Steuern, sondern welche offeriert der Bürgerschaft den besten Mix von einer guten Infrastruktur und niedrigen Steuern, die in der Schweiz miteinander verkoppelt sind, in funktionierenden Kleinräumen. Also hören wir auf mit der totalen Mythifizierung des Wettbewerbs im Sinne eines Wettlaufs zwischen gleichen Leuten mit gleichen Zielen, sondern versuchen wir, dass die Essenz der Freiheit bei etwas viel komplizierterem anzusiedeln, nämlich bei der permanenten Lehr- und Lernbereitschaft. Was heißt nun Lernen? Da bin ich bei einem Klassiker fündig geworden, ein Schweizer namens Piaget, und der sagt, Lernen besteht eigentlich aus einer Adaptation. Und da nehme ich jetzt das Wort auch wieder wörtlich. Aptus heißt geeignet, also eine gegenseitige Aneignung. Und diese Adaptation, die hat 2 grundsätzliche Möglichkeiten. Entweder sie ist Assimilation, der Lernende verändert sich, indem er ähnlicher wird mit seinem Stoff oder mit seinem Lehrer und mit seinem Umfeld. Das ist ganz wichtig, aber ist natürlich aus liberaler Sicht nicht dieses Ähnlichwerden, ist nicht das, was wir erstreben. Dann gibt es das andere, das ist die Akkommodation, das heißt, der Lernende versucht die Umwelt gegenüber dem, was er gelernt hat, so umzugestalten, dass die Umwelt besser zu ihm passt. Das können Menschen sein, das kann auch Materie sein und so weiter. Und das ist die interessante Komponente des Lernens, diese Akkommodation, dass der Lernende nachher, wie wir das gesehen haben, dass das Sein und das Sollen vergleicht und selbst einen Beitrag leistet, um das zu verändern, was eben nicht zu dem passt, was er für richtig findet. Ich sage nicht, Assimilation sei nicht auch nötig. Und das sage ich auch als Familienmensch, nicht in einer Familie, kann man nicht nur akkommodieren. Auch in einer Partnerschaft kann man nicht nur akkommodieren. Das versuchen gewisse Frauen
mit den Männern zu machen, aber das gelingt nie oder nie vollständig. Aber assimilieren, das geht. Nun, nicht länger über Lerntheorie, ich möchte Ihnen das nur einfach als langfristige Aufgabe eigentlich eben. Studieren Sie mit einmal darüber nach, ob wir als Liberale nicht die Fixierung auf den Wettbewerb, den ich für sehr wichtig halte, übertragen sollten auf etwas viel Komplexeres, nämlich die Fixierung auf die permanente Lernbereitschaft in dem Sinn. Denn beim Lernen wird man eben vielfältig. Und diese Vielfalt, die brauche ich jetzt für die zweite Bereitschaft. Die ist auch nicht überraschend. Das ist die Bereitschaft, etwas zu leisten. Was ist Leistung? Und da weiche ich wieder aus auf die Naturwissenschaft. Leistung ist Arbeit durch Zeit. Und Arbeit ist Kraft mal Weg. Also Kraft mal Weg, dividiert durch Zeit. Das ist Leistung. Und darin ist der Weg das ganz Wichtige. Also der Weg, der zurückgelegt wird. Und dieser Weg braucht eine Richtung. Und es nützt eben nichts, nur Kraft zu haben. Und Kraft als solches, das ist Arbeitswertlehre, Kraft als solche ist nichts wert, wenn sie nicht in den Dienst eines Weges gestellt wird. Und dieser Weg wird eben nicht nur selbst definiert, sondern wer richtig gelernt hat, der weiß, dass er für seine Leistung eben einen Weg suchen muss, wo andere dafür eine Nachfrage haben. Und eine möglichst knappe Situation ist, darum muss im Lernprozess nicht jeder gleich werden, sondern jeder sich selbst werden, damit er nachher in der Leistungsbereitschaft genau jede Unique Selling Position herausfindet, wo er oder sie etwas anders ist als andere und etwas besser kann und etwas anzubieten hat, das mit gleich viel Kraft oder sogar mit weniger Kraft jenen Weg geht, der durch die Zeiteinheit nachher eine Leistung erzielt. Das habe ich versucht, meinen Söhnen zu erklären, wenn sie nach Studienabschluss eine Stelle gesucht haben, sucht doch keine Stelle, sucht herauszufinden, was ihr anders seid als andere, was ihr besser seid, was ihr anbieten könnt, wo andere bereit sind, dafür etwas zu bezahlen. Und das ist der liberale Ansatz zur Arbeitswelt. Und beide haben das irgendwie geschafft, die sind beide nicht auf ihrem ursprünglichen akademischen Beruf tätig. Der Jurist, der nicht mehr zuliebe Jurist studiert hat, aber vielleicht wollte er besser werden, das ist ein gutes Ziel, der sagt, hätte ich nur ein Handwerk gelernt, er möchte in Brasilien sich betätigen und dort ist Juristerei wirklich das Letzte, was, also Schweizer Juristerei, das Letzte, was es braucht, aber ein gutes Handwerk verbunden mit Lesen und Schreiben und Rechnen und mit dieser Leistungsbereitschaft wäre tatsächlich dort eine optimale Startfunktion für einen Europäer. Gut, das nur in Klammern. Ich komme schon zur dritten Bereitschaft, die ist für Sie auch nicht überraschend, ist sogar auch sehr banal, das ist die Bereitschaft zu sparen. Die Bereitschaft zu sparen, der Sparwille, die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben, die ist ganz wichtig für die ökonomische Eigenständigkeit. Denn wer keine Manövriermasse hat im Bereich der Finanzen, der fällt eben früher oder später in Engpässen und in Notsituationen anderen zur Last. Und für mich ist der erste Grundsatz der Sozialpolitik, anderen nicht zur Last fallen. Wenn das die meisten machen würden, gäbe es nur eine ganz kleine Gruppe, der man dann intensiv und richtig helfen könnte. Also das Sparen ist vielleicht zu sehr als Krämer-Mentalität und so verteufelt worden, aber das Sparen hat im Zusammenhang mit der Freiheit einen ganz hohen Stellenwert. Und wenn in einer Gesellschaft die Bereitschaft zu lernen, die Bereitschaft zu leisten, die Bereitschaft zu sparen optimal gepaart ist, dann fehlt nur noch eines und jetzt kommt die Überraschung und das ist der Schluss. Was ist denn die vierte Bereitschaft, die für eine freie Gesellschaft überlebenswichtig ist? Und da kommen Sie wahrscheinlich nicht drauf. Das ist die Bereitschaft zur vernünftigen, und ich sage Ihnen auch ein weiteres Wort, zur liebevollen Reproduktion.
Nicht, wenn das wegfällt, das gilt nicht für alle, nicht alle sind dafür geeignet, nicht alle sind dafür geschaffen, aber für jene, die nicht eignen, das ist die Familiengründung und das Abenteuer, Kinder aufzuziehen, ist eine ganz entscheidende Quelle für die Volksresistenz jeder Gesellschaft und erst recht einer freien Gesellschaft. Und darf ja nicht staatlich gefördert werden, dann geht alles kaputt. Das muss spontan sein. Ich erzähle Ihnen keine Geschichte. Ich verrate Ihnen nur einen Befund aus der Glücksforschung, an den ich nicht glaube, weil Glück ist so komplex, dass das kein Forscher überhaupt entschlüsseln kann. Und entgegen Tolstoi bin ich nicht der Auffassung, dass sich alle glücklichen Familien gleichen. Ich bin der Auffassung von Nabokov, der im Gegensatz zu Tolstoi seinen Roman Ada mit dem anderen Satz beginnen lässt. Alle unglücklichen Familien gleichen sich und jede glückliche Familie ist auf ihre eigene Art glücklich. Und Glück ist nämlich viel, viel individueller als Unglück. Und darum gebe ich in dieser Frage dem Parodisten Nabokov mehr recht als dem großen Romancier Tolstoi. Nun, Glücksforschung, mein Freund Bruno Frey betätigt sich schon seit längerem in dieser Sparte. Ich sage ihm immer wieder, dass das ist zu komplex, da kriegst du nur Zufallsergebnisse, aber eines seiner Ergebnisse kann ich aus meiner Lebensempirie bestätigen. Der sagt nämlich, Kinder machen nicht automatisch glücklich. Man hat unglaublich viel Freude und unglaublich viel Sorgen und das rechnet sich einigermaßen auf. Also die Glücksforschung kann nicht beweisen, dass Kinder signifikant alle Menschen glücklicher machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Großkinder machen glücklich. Wie macht man Großkinder, wenn man keine Kinder hat? Also Spaß beiseite, erinnern Sie sich an diese vier Bereitschaften, die den Inhalt der Freiheit bestimmen. Die ersten drei sind konventionell und die vierte, die spielt auch demografisch eine unglaublich wichtige Rolle. Und da wird jetzt noch darüber geschmunzelt, aber früher oder später wird sich eine Gesellschaft, und zwar eine freie oder nicht freie Gesellschaft, aber eine freie Gesellschaft erst recht, daran messen lassen müssen, inwiefern sie die Kraft hat, sich zu reproduzieren. Ich danke Ihnen.